Die Frankfurter Schule, oder besser gesagt die kritische Theorie des Instituts für Sozialforschung an der Senckenberg-Allee in Frankfurt, habe ich fast komplett weggelesen, sodass für nachfolgende Generationen kaum noch etwas übrig bleibt. Von den Gesamtdarstellungen zur kritischen Theorie habe ich gelesen und finde ich am besten immer noch Rolf Wiggershaus, die Frankfurter Schule, Geschichte, theoretische Entwicklung, politische Bedeutung, bei DTV 1997. Und das ist auch die Ausgabe, die ich gehabt und gelesen habe. Dann auch sehr schön Martin Jay natürlich, Dialektische Fantasie, die Geschichte der Frankfurter Schule und des Instituts für Sozialforschung 1923 bis 1950 im Fischer Taschenbuch, auch gerne gelesen und mit Gewinn wieder aufs Regal gestellt. Dann Alex Demirovic, mein aller Nachbar in Frankfurt, mit dem Titel Die nonkonformistische Intellektuelle. Die Entwicklung der kritischen Theorie zur Frankfurter Schule. Bei Surkamp erschien im Jahre 1999, wobei angemerkt sei, dass Demirovic auch beim Westfälischen Dampfboot in Münster eine grandiose Zusammenstellung der kritischen Theorie gegeben hat. Und so weiter. Ich weiß gar nicht mehr, was ich alles gelesen habe. Ich habe meine historisch-politischen und philosophischen Bücher vor 2 Jahren verkauft. So 2.500 Bücher von Rom bis Frankfurt, von Geschichte bis Gesellschaftstheorie. Manchmal bedauere ich das. Aber wie gesagt, ich bin alt, ich habe alles weggelesen und die anderen können mir nichts mehr vorlesen. Ich habe noch eine Kopie. Willem van Rijen. Auch irgendwo Professor heute, ich habe es vergessen. Philosophie als Kritik. Und das ist eine Einführung in die kritische Theorie. Und vorab möchte ich noch sagen, dass ich als Lektor auch eine Einführung in die kritische Theorie zu verantworten habe, nämlich die von Christoph Türke. Und ich glaube immer noch, es ist die beste Einführung in die kritische Theorie. Und es gibt noch ein zweites Buch, das ich zu verantworten habe. Auch als Einführung in die kritische Theorie. Das verrate ich aber nicht. Das sage ich später mal und lese aus dem Buch vor. Jetzt lese ich aber von Willem van Rijen die Einführung, die Einleitung in seine Philosophie als Kritik, seine Einführung in die kritische Philosophie, die Einführung, die da beginnt. Die da beginnt mit einem Wacholder aus dem Westfälischen,
in Oelde gebrannt, ein Wacholder, und zwar entgegengesetzt der entgegengesetzt dem Gin-Hype der Jugend. Prost. Die kritische Theorie oder Frankfurter Schule, mit der wir die Namen Horkheimer, Adorno, Marcuse, Benjamin verbinden, ist die Fortsetzung einer Gesellschaftskritik, die am Anfang der 20er Jahre begann. Es gab damals eine breit gefächerte Unruhe unter den jüngeren Intellektuellen. Die meisten Gesellschaftskritiker knüpften an bei Schopenhauer, Nietzsche und Sprengler. Sie sehen die Ursachen des gesellschaftlichen Elends entweder hauptsächlich in der natürlichen, egoistischen Veranlagung des Menschen oder in dem Machtstreben bestimmter Individuen und Gruppen und meinen, Ereignisse wie den Ersten Weltkrieg dadurch in besseres Management verhindern zu können. Also durch ein besseres Management den Ersten Weltkrieg verhindern können. Manche entwickeln sich allerdings zu anthropologischen oder kulturellen Pessimisten. Die Philosophen der Frankfurter Schule sind weder bereit, das gesellschaftliche Elend individuellem Versagen zuzurechnen, noch politische Ereignisse als zufällige Betriebsunfälle zu akzeptieren. Sie schließen theoretisch bei Marx an und untersuchen die manifest ungerechte Verteilung von Privilegien und Lasten in der Gesellschaft auf dem Hintergrund der ökonomischen Entwicklung. Nicht zuletzt spielt dabei ebenfalls eine weit verbreitete Faszination durch das russische Experiment eine große Rolle. Felix Weil war einer der Initiatoren so mancher Diskussionen auf diesem Gebiet. Er organisierte im Jahre 1922 in Ilmenau in Thüringen die sogenannte erste marxistische Arbeitswoche. Zunächst beschränkte sich die Diskussion tatsächlich auf die Theorie von Marx und ihre praktische Anwendung auf konkrete gesellschaftliche Entwicklungen. Die Fortsetzung dieser Diskussion und ihre Institutionalisierung in dem von Felix Weil geführten und von seinem Vater finanzierten Institut für Sozialforschung verlief dann bald nicht mehr nur im Rahmen einer Marx-Diskussion. Erst im Jahre 1930 allerdings bekommt die Frankfurter Schule das heute bekannte Profil. Sie entwickelt sich zu einer breit angelegten, interdisziplinären Sozialphilosophie, in der die politische Ökonomie von Marx, die Psychoanalyse Freuds, die Kulturkritik, die Kritik der Massenmedien, die Literaturkritik und die Kritik der Sozialwissenschaften gleichberechtigt nebeneinander stehen. Bei allen Unterschieden, die zwischen den Mitgliedern des Instituts bestanden haben, kann eine Übereinstimmung festgestellt werden. Die Kritik der Frankfurter Schule richtet sich auf die Grundlagen einer Gesellschaftsordnung, die nicht nur ungerecht ist, sondern auch immer wieder zur Unterdrückung von Menschen, zum Krieg und
zum unverhüllten Genozid führt. Die Kritik zielt auf den Nachweis, dass Geschichte weder als Resultat des Handelns großer Männer noch eine Erscheinungsform tiefliegender anonymer Strukturen, sondern ein beherrschbarer Prozess ist. Das gilt allerdings nicht für die Geschichte, wie wir sie kennen. Von Lukács im Anschluss an Marx, wie der gezeigt hat, und die kritische Theorie schließt sich zunächst deutlich an Lukács an, sind die Beziehungen zwischen den Menschen in ihrer Gesellschaftsform verdinglicht. Das heißt, Beziehungen zwischen Menschen sind zu Beziehungen zwischen Dingen bzw. Werten geworden. Die Menschen sind sozusagen nur noch die Geschäftsträger bestimmter Vermögensverhältnisse. Ein Kernpunkt der kritischen Theorie besteht nun darin, dass die Menschen und das menschliche Bewusstsein sich nicht auf diese verdinglichte Repräsentantenfunktion reduzieren lassen. Im Bewusstsein bleibt ein Recht an Widerstand gegen diese Verdinglichung, gegen diese Reduktion des Menschen auf seine rein ökonomische Bedeutung. Etwas positiver hat das Marx zum Ausdruck gebracht, als er sagte, dass die Menschen schon immer einen Traum von einer besseren Wirklichkeit als der, in der sie leben, haben. Um diesen Traum zu